mitten auf der Map Ravensberg zu unserer berühmten Long Long Farm 2 Part 16. So, wir holen jetzt eben den John Deere. Fahren zum Feld 14. Müssen wir jetzt fahren? So. Und fahren dann jetzt hier mit den Class weiter die Ernte ein. Der fährt jetzt schon mal los und ich guck mal nach die Aufträgen nach, was wir hier noch haben. Feld 14. Gut. Das andere ist dann noch Düngen und Gruben. Dann passt das. Natürlich bin ich jetzt mit einem Auge bei der Formel E und halte euch dann ab und zu mal auf den Laufenden. Also ich muss ja sagen, das Qualifying der Formel E, das ist für mich irgendwie so ein bisschen blöd gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man muss sich jetzt so vorstellen. 24 Fahrer. Ja, aber statt sie das so wie bei der Formel 1 machen, dass dann jedes Mal welche rausfliegen. Nein, da gehen die lieber hin, haben die 24 Fahrer in 4 Gruppen aufgeteilt, 6 Leute. Ja. Und da fahren die da erstmal eine Runde, haben die da gefahren. So, und die Top 6 fahren dann um die Pole. Ja, was total dämlich ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist extrem dämlich gemacht. Aber ist ja heute auch das Saisonfinale, das letzte Rennen in der Formel E. Deswegen. Ist natürlich schade, dass schon heute das letzte Rennen ist. Aber ich muss sagen, ab Freitag freue ich mich schon drauf. Run NFL live auf ProSieben um 1.50 Uhr nachts. Das wird ein Auftaktspektakel. Das schaue ich mir an und tue dabei zeitgleich streamen. Also denkt wohl dran. Freitag 1.50 Uhr in der Nacht. Vom Freitag auf Samstag ab 1.50 Uhr. Live. Mit LS19. Und mit der berühmten Long Long Farm. Rip, 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 rip. Ding 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 ding
Würde euch mal so ein bisschen ärgern. Ein bisschen ärgern. Ein bisschen ärgern. Das ist doch sonnenklar. La la. La 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 la. La la. La la. La. Mama. Weine nicht um deine Tochter. La la. La 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 la. Man, der Boogeyman, der Boogeyman, der Boogie 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 Boogeyman. Dam dam, dam dam. Ja, es gibt nur einen, der Boogeyman heißt. Dam dam, dam dam. Ein bisschen Spaß muss sein. La 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 la. La 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 la. Bam 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 bam. Da 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 da. Di da du, di da du, di 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 du, da da du da 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 du, da di da du 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 du, da du 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 du. La 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 la. La la li la li da du da di 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 du. So, noch 2 Minuten, noch 2 Minuten. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit immer nur so ein Standbild, weil die zeigen da gerade irgendwie so auf Sat 1 so einen kleinen Vorbericht mit Elektrosachen. Ja, und dann sehe ich da immer nur die ganze Zeit so ein Standbild. Deswegen. Aber ich weiß, wie das Wetter in Berlin aussieht. Ha, 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 ha. Sonnenschein, das Klo, Taliban spülen wir den in die Klo herunter, das ist doch sonnengeil, wir stecken die Taliban. Corona, Corona, geht mal bitte nach Kabul, dann habt ihr eure Ruhe vor die Taliban. Ha, 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 ha. Das ist ja sonnenklar.
Also, weil ich da die Tage im Internet gelesen habe gegen Impfverweigerer. Oh mein Gott, hatten die gute Sprüche auf Lager. Bester Spruch evers. Wer sich impfen lässt, ist eine biologische Waffe. Also das war ja wohl der Oberknaller. Biologische Waffe, hallo? Impfverweigerer, hat man euch ins Gehirn geschissen? Ach ja, stimmt ja. Wo der Herrgott sich das Gehirn verteilt hat, hat ihr ja schon alle geschrien, ich habe meins. Ich brauch keins. So, das geht jetzt los. Juhu. Alle, die dabei sein sollen, schaltet jetzt bitte auf Sat 1 um und denkt dran. Ich krieg dafür diese Werbung kein Geld. Deswegen bleibt bei mir ruhig dran. Ihr verpasst ja von der Long Long Farm rein gar nichts. Also denk dran, in einer halben Stunde fängt erst das Rennen an. Ach, hier ist eine Tankstelle. Doch, da vorne.
jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum Feld 14. So. So, ich sag euch ganz ehrlich, es wird spannend. Es wird extrem spannend in der Formel E. Deswegen gebe ich euch einen Tipp. Schaltet ein auf Sat1 oder auf ran.de. Da verpasst ihr wirklich rein gar nichts. Also ran.de, live oder Sat1. Also ich gebe euch den Tipp. Mach es auf ran.de, denn dann könnt ihr noch die Long Long Farm sehen. Ja, hier bei mir gibt es alles. Die Emotionen!
Was geht ab? Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Das Leben ist ernst genug. La 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 la. Da di da di da du. 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 Da di da di da di da du. Dadi dadi dadu, 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 bang bang. So. Auf jeden Fall, gleich geht's los. Es geht's los. Es geht's los. Es geht's los. Ole. 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 Oi, oi, oi. Auf geht's. Ole. Ach ja, Fußballergebnisse gibt es natürlich auch noch. Die Spiele von heute. Soll man hier nicht vergessen? So, Victoria Berlin 3-0 gegen Kaiserslautern. Noch ein paar Minuten zu spielen. Oder? Nee, Abpfiff, Abpfiff. Ist gar nicht mehr aktuell. Einen Augenblick. Mach ich eigentlich aktuell. Ich will jetzt natürlich hier nichts Falsches sagen. So. Victoria Berlin gegen Kaiserslautern 4-0 für Victoria Berlin. Darmstadt gegen Ingolstadt 5-1 für Darmstadt. Heidenheim gegen Rostock 1-1. Werder Bremen gegen Paderborn 4-1 für Paderborn. Das waren jetzt die zweiten Ergebnisse der Liga. Eben mit Victoria Berlin gegen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim gegen Würzburger Kickers. Das sind die Drittliga-Ergebnisse und da liegt ja auch schon Würzburger Kickers in Führung.
Da muss man sich mal vorstellen. Es geht los. La 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 la. Ein bisschen Spaß muss sein. Welche Felder haben wir denn jetzt überhaupt noch? Aha, also nur noch zum Düngen. Okay. 20 und 6. So, dann sind wir hier gleich fertig, tun dann die Felder düngen, 26, also Feld 20 und Feld 6. Ja, und die Feldergruben. Aber wir machen jetzt erstmal hier fertig, bevor wir was anderes planen. Können wir die schon mal hier zurück zum Hof fahren, die Erntemaschine. Fahren wir die hier zurück zum Hof.
muss ich mal gucken, wie ich das hier jetzt hier mache. Ja, stell mal diese Erntemaschine, die da, ja doch, die Erntemaschine hier hin. Erstmal. Deswegen. Machen wir erst Feld 6 und dann auf Feld 20. Ist einfacher. Noch 11 Minuten bis zum Start. 11 Minuten bis zum Start. Ich bin gerade überlegen, ob wir nicht mit dem Hof umziehen. Wo ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir mal gucken. Da müsste ich mir hier die ganzen Sachen auf den Hof verkaufen. Ja, müssen wir mal gucken. Was meint ihr denn? Soll ich den Hof verkaufen und den Hof umziehen oder hier lieber bleiben? Könnt ihr ja gerne mal schreiben.
Dann verkaufen wir jetzt hier alles und dann passt das. Ist natürlich schade. So. So, es geht los, Ole! Auf geht's, Ole! Dann ist der Hof jetzt hier komplett aufgegeben. Auch das Feld 13 wird verkauft. Weil das brauchen wir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr. Wir kaufen uns jetzt den Hof. Der ist ein bisschen größer. Wir hätten uns jetzt ja auch hier unten einen Hof bauen können jetzt. Aber der ist ja hier schon vorbereitet, der Hof. Dann kaufen wir uns jetzt hier einfach so ein Feld 24 oder 23, muss ich mal gucken. Ja, kaufen wir uns 23.
fahren wir mal zu den neuen Hof. So, jetzt bin ich mal ein bisschen still, weil jetzt geht's los mit das finale Rennen der Formel E. Deswegen. Was ist das denn? Was ist das denn? Wow! Wow, was für ein Unfall! Was für ein Unfall! Safety Car, Safety Car, der Safety Car ist raus. Gelbe Flagge, gelbe Flagge. Ach du Scheiße! Das Safety Car ist raus. Reck in der ersten Kurve. Meine Güte, reck das Safety Car. So, wir können jetzt über Feld 27, neben Feld 27 hochfahren. Aber was für ein Unfall, Reck am Start. Meine Güte, ne. Ach du Scheiß, Rennabbruch, Rennabbruch, Rennabbruch. Red Flag, Red Flag. Ich muss mal eben kurz telefonieren. Oh, Krankenwagen ist unterwegs. Krankenwagen ist unterwegs.
Ja, ist klar, dass da eine rote Flagge ist. Ist klar. Boah, da hatte er echt Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Das halbe Auto hochgegangen. Also ich kann es euch wirklich empfehlen. Schaut rein, ey, ist. Mein Gott. Wow. Doch, hier wird doch ist hier die Maschine. Mein Gott, war das jetzt ein heftiger Einschlag? Da muss ich ganz ehrlich sagen, also da konnte der wirklich jetzt nichts für den Unfall. Da muss man ganz ehrlich sagen. Da konnte man jetzt wirklich nichts dafür. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber ist im Moment ist rote Flagge in Berlin bei Formel 1, Formel E WM-Finale. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ein Augenblick, Telefon geht.
da bin ich wieder. So, wir fahren jetzt wieder zurück zum alten Hof, holen jetzt die ganzen Maschinen, die wir da stehen haben, zum den Hof. Und dann passt das schon. So. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt gerade mit dem Hof erstmal um. Und dann passt das. Weil das muss jetzt einfach sein mit dem Hof umziehen. Geht einfach nicht mehr da hinten auf den Hof. Muss man ganz ehrlich sagen. Hat irgendwie, der Hof musste ich jetzt ganz ehrlich sagen, der hat irgendwie nicht zu mir so gepasst, wie ich das haben wollte. Jetzt machen wir aber was anderes. Ich will es. Nee, das klappt, das wird nicht klappen. So, noch 43 Minuten zu fahren plus eine Runde, aber es ist immer noch rote Flagge durch den Unfall direkt am Start, Auto stehen geblieben, der hinten reingeknallt ist, konnte da nichts dafür, zwei ausgeschieden. So ist das dann einfach im Motorsport. Deswegen, also geht halt eben nicht anders. Autos sind natürlich jetzt da die zwei Totalschaden, ist ja klar.
Also in 10 Minuten gibt es einen Restart. In 10 Minuten gibt es einen Restart. Ja, muss ich gucken, wo ich den hinstelle. Wir lassen mal eben den John Deere hier stehen. Und nehmen jetzt erstmal die Erntemaschine. Ach, in 5 Minuten schon. Also in 5 Minuten geht es wieder los. In 5 Minuten. Gehen wir jetzt hier wieder nach rechts. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Weg zu unserem neuen Hof. So, und dann fahren wir jetzt hier vorne rechts rein. Genau hier. Boah! Hast du keine Ahnung, Kopf hier?
Die stellen wir mal hier ab. So, jetzt müssen wir noch die Anhänger zurückholen. Noch irgendwas, die Anhänger. Soweit wie ich nicht weiß. Ja, ich mach später weiter. Ich sag mal bis nachher.